Heute mache ich ein leckeres Schnitzel mit Champignons und Mozzarella-Käse. Dazu werden wir brauchen 2 Hähnchenbrust, 6 Champignons, 2 Mozzarella-Kugeln, frische Petersilie, ein Ei, etwas Semmelbrösel und Gewürze. Salz, Pfeffer, bisschen Chili, Paprika rot, was ihr da mögt. Als erstes werden wir das Hähnchenbrust schneiden. Das sind so 2 kleine Hähnchenbrüste. Die Hähnchen müssen wir schneiden auf kleine Würfel. So ungefähr. Die Champignons auch auf kleine Würfel schneiden. Es ist egal welche, ob weiße Champignons, ob braune. Die Mozzarella-Kugeln auch werden wir schneiden. Es ist wichtig, dass die Käse, Champignon und Hähnchenbrust gleich groß geschnitten sind. Hier habe ich eine mittlere Zwiebel, die werden wir fein hacken. Die müssen wir fein hacken. Ich kann keine Zwiebel schneiden, das ist für mich. Okay, das geben wir alles da rein. Dann habe ich hier eine Knoblauchzehe. Ihr könnt auch entweder fein hacken oder pressen. Wenn Sie möchten, können Sie schon Zwiebel und Champignon vorher ein bisschen anbraten und dann zu Fleisch geben. Aber ich mache immer so, dass ich die alle rohe Zutaten mische und es ist eigentlich weniger Arbeit. Kurz vermischen, dann werde ich mir das würzen mit bisschen Chili, ich habe hier Chili-Paprika, so eine Gewürz. Pfeffer, Salz, Paprika süß und scharf. Alles kurz miteinander vermischen, dass sich die Gewürze verteilen. Hier habe ich ja so kleine bunt frische Petersilie, fein hacken. Und das kommt auch da rein. Gebe ich noch Vegetta. Ich nutze Vegetta für alles. So sieht die Vegetta aus. Jemand hat mich gefragt, was ist Vegetta? Wie sieht sie aus? Vegetta kann man, das ist eine Gewürzmischung, die kann man in jedem Supermarkt kaufen. So ein kleiner Beutel. Das alles vermischen. Dann geben wir ein Ei dazu. Und 2 bis 3 Esslöffel Semmelbrösel. Das alles miteinander vermischen und 10 bis 15 Minuten stehen lassen, bis sich die Gewürze ein bisschen durchbeißen und das Semmelbrösel die Flüssigkeit aufsaugt. Dann können Sie später feststellen, ob Sie noch mehr Semmelbrösel brauchen oder nicht. Nach 15 Minuten habe ich hier ein Ei mit 2 Esslöffeln kaltes Wasser verquellt und Semmelbrösel zu panieren. Dann nehme ich mir so eine, ja, Hände befeuchten, so eine kleine Menge, wie kleine Kartoffel oder Mandarine. Da forme ich mir ein Schnitzel, erstmal in Ei tunken und dann in Semmelbrösel. Wenn euch das auseinanderfällt, dann drückt ihr das jetzt so fest zusammen und dann kommt das auf die Pfanne. Fest andrücken. Hier fällt mir alles auseinander noch. Dann nehmt ihr das alles wieder zusammen und gibt ihr in Semmelbrösel und das später wieder zu einer Kugel formen. Und das wird gebacken auf ja, so mittlere Hitze, ca. 7 bis 10 Minuten von jeder Seite. Es ist wichtig, dass die Hitze niedrig ist, weil sonst wird das verbrennen und innen wird dann noch roh. Wenn soweit sind, die Schnitzel, nehmen wir sie auf Küchentuch, Papiertuch. Die kann man mit Kartoffeln servieren oder mit Reis. Hier werde ich eine anschneiden.
Die sind so saftig und lecker. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!